Gut. Du gehst also weiter den Gang entlang, in der Hoffnung, dass hinter einer der nächsten Türen das Badezimmer zu finden ist, von dem JJ gesprochen hatte. Du öffnest die erste Tür auf der linken Seite und trittst in den Raum, doch das ist kein WC. Hui, auch die Bibliothek ist größer, als du von außen vermutet hättest. Riesige Regale zieren die Wände und sie sind vollgestopft mit unzähligen Büchern. Und wie schön es hier riecht. Eine Frau mit Brille und streng nach hinten gebundenen Haaren kommt auf dich zu. Ah, hallo, können Sie mir sagen, wo... Psst! Oh, Entschuldigung, ich wollte nur... Psst! Jeder weitere Versuch, mit der Dame zu kommunizieren, wird auf die gleiche Weise von ihr abgewürgt. Sie schaut dich grimmig an, setzt sich schließlich aber an einen der Schreibtische und schlägt ein Buch auf. Dann beginnt sie zu lesen und dich zu ignorieren. Okay. Wo du schon mal hier bist, lässt du deinen Blick noch ein wenig durch den riesigen Raum schweifen. Du bist beeindruckt und du vergisst bis auf Weiteres auch deine, ja, weltlichen Bedürfnisse. Auf einem der Tische entdeckst du einen Stapel mit, naja, was wohl, ne? Bücher. Anscheinend sind es alles Ratgeber. Dich überkommt eine große Lust, dich in einem der gemütlichen Sessel niederzulassen und zumindest für ein kleines Weilchen deine Nase ebenfalls in ein Buch zu versenken. Welcher Ratgeber darf es denn sein? Während du dich weiterbildest, hörst du plötzlich ein Geräusch. Es klingt wie ein Schnurpsen. Die Laute kommen von einem der Bücher. Als du genauer hinschaust, entdeckst du einen Bücherwurm. Ja, genau, so hattest du die dir immer vorgestellt, schon damals, als dein Mathelehrer dir diese eine Sachaufgabe gestellt hat.